Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute die 60. Folge der Story. Und ich zeige euch mal, wo wir sind. Oh, falsch. Da seht ihr wieder, ungeschnitten, ne? Ungeschönt, ungefiltert. Hier sind wir. Da ist ein Fragezeichen. Da sind wir also im Revier eines legendären Tieres. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Da ist die Spur. Ich glaube, es ist irgendein Kojote, irgendein Fuchs, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Untersuchen. So. Kojotenlosung. So, jetzt wissen wir es. Da sieht man die Spur, da liegt aber auch irgendwas. Aber die Spur geht tatsächlich in diese Richtung. Da wollen wir mal. Schön verfolgen das Ganze. Da ist die nächste Spur. Das ist an und für sich in der Story nicht so schwierig. Eine soll sich nicht verstecken. Hey there, girl. Da ist er. Für sich. Ich würde sagen, ist das nicht so schwierig hier? Denn hier hat man ja noch Auto-Aim dabei. So. Easy, girl. I'm nearly there. Und da haben wir auch schon. Ne? Das geht hier recht einfach, muss man sagen. Den nehmen wir am Stück mit. Und dann schauen wir mal. Ich zeige euch mal eben genau, wo es ist. Hier ist es. Aber wie gesagt, das ist ja in der Story nicht so schwierig. Dann reiten wir jetzt mal eben zum Hehler, denn es ist früher Morgen. Der hat jetzt geöffnet. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht, was es war. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet. Der Zahn, die Klaue, keine Ahnung. Ob wir da was raus machen können. Und dann bringen wir das Fell nochmal eben zum Trapper. Und ich meine, aber ich habe es wirklich vergessen, den Kadaver nimmt er auch. Da zumindest ein bisschen Kohle für abziehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Pferd zu füttern. Und da merkt man schon, dieses Pferd ist echt langsamer als die in Online. Da habe. Aber ich finde das ja nicht schlimm. Hier geht es ja um den Spielspaß. So, da schauen wir mal. Kenne ich so ein Maultier eigentlich schon? Ja, das kenne ich schon. Welcome back, Mister. So, drücken wir einmal auf Herstellen. Looking to get something put together, huh? Da ist es, Kojotenamulett. Das war der Reißzahn.
Info. Du erhältst dauerhaft 10% mehr Deadeye-Erfahrung. Das nehmen wir auf jeden Fall. Okay, that should work. I won't ask too many questions about its previous ownership. Da sagt man nicht nein, ne? I'll buy it. Jetzt gucken wir mal. Was brauchen wir denn nicht? Den Goldnugget können wir beide wegtun. Okay. Das hauen wir auch raus. Ich glaube, den Ring brauchen wir nicht. Come across a few of these myself. Und die Gürtelschnalle auch nicht. Ach komm, den hauen wir auch noch weg. See you around. Ich hab den Hund nicht gestreichelt, ne? Das machen wir aber mal. Na komm schon. Hey boy. Moment mal, sind da gerade jede Menge Ziegen. Ah, jetzt ist hell, ne? Das sollte man nicht machen. Kenne ich die schon, oder? Ja, kenne ich. Nein, hier in den Haaren oder so. Komm. Sag mal. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Aber kenne ich den Hahn? Da ist es nämlich, den kenne ich nämlich nicht. So, jetzt muss schnell gehen. Dass wir hier nicht gesehen werden. Den Hahnfedern brauchen wir auch. Jetzt bringen wir den Spaß noch zum Trapper. Okay, das sind normale Gänse. Ja, gefühlt ist das Pferd echt langsam, ne? Wir müssen hier einfach nur die Bahnlinie entlang reiten. Und dann sind wir auch schon gleich da. Ich meine, das hier ist so die grobe Richtung. Ja, und dann sind wir da, wo wir in der 59. Folge quasi angefangen haben, ne? So. Ja, so sieht's aus. Verkaufen. Ist eine Idee. Ich glaube, sowas wie Bärenklauen, das brauchen wir alles nicht, ne? Das behalten wir mal hier. Also, da seht ihr das Kadaver, gibt's Geld für. Und den Rest behalten wir erstmal. Und dann gucken wir mal. Kaufen. All made to measure. Bekleidungssets. Bärenjäger. Da könnten wir uns die hässliche Mütze machen lassen. Aber ganz ehrlich. Nee. Ihr Spock. Die Weste, was machen wir da einfallen? Also den Hirschbox und Widderfell. Ja, das finde ich jetzt schon nicht schlecht. Da war ja auch mal gescheit angezogen. Ne? Da können wir noch nichts machen. Können wir auch nichts machen. Auch nichts, meine Güte. Oh, das wollte auch nicht. Hirscher auch nicht. Ich glaube, ich gönne ihm gleich mal die Weste. Was haben wir denn hier? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Handschuhe toll finde.
Wie das Sombrero. Ne, lass mal. Hirte. Auch nichts mehr. Also im Prinzip 60 Folgen und wir können nichts machen. Ne? Unglaublich. Gar nichts kann ich hier machen. Dann wisst ihr was. Kriegt er mal eine schicke Weste. Hat er sich auch verdient, oder? Kleidung an sich. Ja, das Hütchen ist ja auch nichts. Und da seht ihr, da braucht man jede Menge Zeug für. Vier Hahnfedern, Spechtfeder und so weiter. Also wirklich. Da kann man noch sammeln, bis der Arzt kommt. Und das machen wir auch. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt hat er auch mal eine schicke Weste an. Das hat er sich verdient. Good hunting. Holsters made to order. Okay, girl. Ja, wollen wir das Pferd mal nochmal striegeln hier. There, girl. Und dann schauen wir mal, können wir hier ein Lager aufschlagen? Jawohl. Schlagen wir jetzt ein Lager auf. Hat schon irgendwas Gemütliches, oder? Oh, oh, oh. Nice fire. Oh. Mind if I warm my bones? Jetzt gibt's Ärger. Y'all knew this was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Mm-hmm. Everything bought and paid for. And we're gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Ja, pass mal auf, ihr Vögel. Let's go. I think you got the message. Go kill you next time. So, jetzt müssen wir schnell sein. Die lasse ich nicht davonkommen, das kann ich so sagen. Bedrohen. Ich glaube, es hackt. So, was ist das für ein Pferd? Kenne ich nämlich auch nicht. Aber jetzt kenne ich's. Die haben keine Satteltaschen, die Jungs, ne? Ne. Oh, das hätte schief gehen können. Weil dann wäre, glaube ich, alles, was auf dem Pferd gewesen wäre, weg gewesen. Ich glaube, wenn Arthur stirbt, dann ist es weg. So. Dann gönnen wir ihm doch erstmal was zu essen, oder? Großwildfleisch, komm. Wird man hier von so ein paar Pennern bedroht? Aber echt eine Frechheit, oder? So. Jetzt kriegt Arthur erstmal einen Kaffee. Ja dann, auf euer Wohl, würde ich sagen, oder? So, dann machen wir auch Schluss. Das war die 60. Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.